Hallo meine lieben Wasserzeichen, herzlich willkommen alle Fische, Krebse und Skorpione für euer Reading aus dem Tarot für die erste Septemberhälfte. Meine Lieben, ihr habt mich absolut geflasht mit diesen Karten. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern in den letzten Wochen oder sogar Monaten so eine unglaubliche Legung hier für euch erhalten zu haben. Und deswegen möchte ich noch mal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, meine Lieben, dass so ein allgemeines Reading nur Energien zeigt, ja, die in diesen kommenden zwei Wochen zur Verfügung stehen. Ich möchte bitte keine Garantie geben, dass alles genauso eintrifft, wie es hier ja so ein bisschen prophezeit wird, denn es sind so gewaltige Karten gefallen und so viele große Arcana-Karten auch, und es geht tatsächlich um die Liebe bei vielen jetzt, ja. Wie gesagt, allgemeine Readings zeigen die Energien, die zur Verfügung stehen. Ob es dann tatsächlich für dich so eintrifft, ob ein Mensch, der mit dir verbunden ist, ja, diese Energie für sich in der Art und Weise nutzt, ja, das sind alles Dinge, die ein Reading nicht voraussagen kann, ja. Eine Kartenlegung, ganz gleich, ob das eine allgemeine Legung ist oder ein persönliches Reading, ist niemals eine hundertprozentige Vorhersage. Ja, wenn das behauptet wird, ist es schlichtweg falsch. Und dazu stehe ich. Ja, das behaupte ich hier öffentlich auf YouTube. Wenn dir jemand sagt, die Karten können zu 100% vorhersagen, was geschehen wird, dann halte ich das für ziemlich unseriös. Ja, aber die Karten können zeigen, welche Energien zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, bei den allgemeinen Readings ist es so, ja, du kannst jetzt hier zuschauen, und wenn du spürst, wenn du fühlst, du gehst damit in Resonanz, ja, dann bist du hier auch richtig, dann hat das Reading wertvolle Botschaften für dich. Aber wie gesagt, die Dinge entwickeln sich so, wie es für dich speziell in deiner Situation richtig und auch wichtig für dich ist. Also das bitte ich einfach zu berücksichtigen, denn wie gesagt, es sind sehr gewaltige Karten gefallen. Und ich versuche euch das Ganze jetzt einfach mal in einen Zusammenhang zu bringen. Wir sehen auch viele Karten, die fallen wollten. Ich habe meine Meditation über der Legung gemacht. Und wir werden sehen, was jetzt auf euch bzw. uns, ich bin ja auch Wasserzeichen, zukommt. Eine ganz unglaublich tolle Karte hier in der Mitte. Das ist die erste Position der Legung, die Hauptenergie. Ich frage dann immer während des Missions, dann sind es ja noch 78 Karten, das Tarot hat 78 Karten, welche Hauptenergie steht den Wasserzeichen zur Verfügung in dieser ersten Septemberhälfte? Und da fällt das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche ist eine der Seelenpartnerkarten des Decks. Sie steht für die Liebe, für die neue Liebe, für ein Angebot der Liebe, ja, für eine große Chance auf eine glückliche und erfüllte Beziehung. Jetzt könnte man sagen, gut, die steht natürlich auch für die Selbstliebe. Ja, du kannst dir deinen Kelch der Liebe selbst reichen, was du natürlich auch immer tun solltest und was auch Voraussetzung dafür ist, dass eine Partnerschaft funktioniert. Ich möchte euch aber gleich noch die Unterseite des Decks zeigen, ja. Und da liegt die zweite Seelenpartnerkarte des Decks, die zwei Kelche. Also, ihr dürft davon ausgehen, dass es bei einigen von euch in diesen kommenden zwei Wochen tatsächlich um eine Seelenpartnerschaft geht, wenn du einen Seelengefährten bereits im Kopf hast, ja, der dir jetzt als erstes in den Sinn kam, könnte dieser Mensch in diesen zwei Wochen eine große Rolle für dich spielen. Wenn du gar keinen Menschen jetzt im Sinn hast, ja, dann könnte es natürlich auch sein, dass du jemandem begegnest, der, ja, seelenverwandt zu dir ist, ja, mit dem du von Anfang an gleich eine sehr, sehr innige, tiefe Bindung spürst. Das alles ist möglich. Ich sage euch aber ganz ehrlich, auch meine erste Intuition war, dass es jetzt vor allem hier diejenigen unter euch anspricht, die bereits in einer Seelenverbindung sind, die also ihr Gegenüber schon kennen. Das war meine erste Intuition, weil es hier dann eben auch noch sehr viel um Entscheidungen geht, ja. Und es ist ja meistens dann doch bei einer längeren Geschichte der Fall und nicht bei jemandem, den man direkt kennenlernt.
Wir lassen es jetzt mal hier liegen, die Gesamtenergie. Ich gehe jetzt mal chronologisch vor. Also meine Lieben, ich habe gefragt, aus welcher Energie kommt ihr? Hier so Ende des Monats August und da fallen zwei unglaublich spirituelle Karten. Einmal die Hohepriesterin und der Stern. Das zeigt mir, dass viele Wasserzeichen jetzt, und das bestätigen ja auch eure Kommentare, ja, die ich immer verfolge unter den Videos, in den letzten Tagen und auch Wochen, ja, das zieht sich schon länger, sehr, sehr an ihrer eigenen Spiritualität gearbeitet haben. Der Stern steht für die Heilung, ja, auch für spirituelle Erkenntnis. Natürlich die Hohepriesterin dazu für den spirituellen Weg. Viele von euch haben sich in diesen Transformationsprozess begeben, ja, vor allem mit dieser Energie, dieses gewaltigen Blutmondes Ende Juli, sind viele nochmal wirklich tiefer gegangen, tiefer in sich hinein, ja, immer wieder habt ihr Anbindung gesucht an eure göttliche Führung, an eure Intuition und es war sehr, sehr, sehr heilsam für euch. Ihr seid euch auch klar geworden über vieles, denn wenn ich mich noch erinnere an die Legungen Anfang des Jahres, ja, da war ja bei vielen Wasserzeichen so diese Unklarheit, ja, und immer wieder dieses Gefühl von Bedürftigkeit, emotionale Abhängigkeit und da habt ihr wirklich dran gearbeitet, ja. Ihr seid sehr, sehr spirituell geworden, habt euch da richtig reingekniet, möchte ich fast sagen, an euch gearbeitet und immer wieder in eure Kraft gefunden. Also wunderschöne Energie, also sehr, sehr spirituell, ja, aus der ihr jetzt kommt. Natürlich hatten wir ja jetzt auch diesen Vollmond in den Fischen, ja, der auch nochmal viel alten Kram, sage ich mal, an die Oberfläche gespült hat. Da kamen nochmal alte Verletzungen hoch, ja, die transformiert werden wollten. Und aus dieser Energie kommst du. Also wunderschön. Aber es geht unfassbar schön weiter. Ich frage ja dann, wie entwickelt sich das Ganze weiter? So in Richtung nächster Woche. Und da fällt der Hierophant. Das ist zusammen mit der Hohepriesterin die spirituellste Karte des Decks. Also diese beiden Karten, ja, es sind sehr, sehr spirituell. Und der Hierophant, den verstehe ich in einer Legung, als würde deine geistigen Helfer oder Gott selbst, je nachdem an was du glaubst, oder deine Engel, dein höheres Selbst, ja, die Hand über dir halten, schützend. Der Hierophant steht für göttlichen Schutz, ja, dafür, dass du auf diesem Pfad, auf diesem Weg, auf dem du dich aktuell befindest, göttlich beschützt bist. Und der Hierophant steht außerdem auch noch für die Vereinigung, und zwar vor allem für die Vereinigung von Dual- und Zwillingsseelen. Ja, sehr, sehr spirituell. Und wenn wir hier sehen, es fallen die zwei Kelche, es fällt der Hierophant und das Ass der Kelche. Wir haben dann später noch eine Seelenpartnerkarte oder eine, die manchmal als Seelenpartnerkarte gedeutet wird. Ich erkläre dann auch, in welchem Zusammenhang oder unter welchem Aspekt. Haben wir hier auch noch in der Legung. Und der Hierophant steht für die Vereinigung, für den Zusammenschluss, für die Zusammenarbeit. Also könnte es wirklich jetzt für einige zutreffen, dass eventuell ein Seelenpartner zurückkehrt aus der Vergangenheit oder es wird wieder Kontakt aufgenommen auf einer anderen, bewussteren Ebene, ja, der dann letztendlich sehr fruchtbar sein wird, dieser Kontakt. So spüre ich es einfach. Ja, und dann geht es eigentlich genauso gewaltig weiter. Ich frage dann an dieser Position, wie entwickelt sich denn die Energie in Richtung Monatsmitte? Und da siehst du die Welt. Die Welt ist die letzte Karte des Tarots und die steht für die Vollendung. Was soll ich sagen, meine Lieben? Ich kann es nicht anders wiedergeben, als dass die Chance besteht, dass die Energie bereitsteht dafür, dass hier tatsächlich ein Paar zueinander findet, ja, das zueinander gehört, das vielleicht lange Zeit voneinander getrennt war, aber die göttliche Führung sieht vor, dass diese beiden Menschen zusammenfinden. Anders kann ich diese Legung nicht deuten. Wie gesagt, das sind die Energien, die zur Verfügung stehen. Es wird mit Sicherheit jetzt nicht für jeden, der hier zuschaut, der Fall sein. Aber
trotz allem sind die Karten nicht umsonst gefallen. Und wenn du jetzt diese Legung ansiehst, dir das Video ansiehst, ja, und spürst jetzt beim Betrachten der Karten und bei dem, was ich sage, eine gewisse Resonanz in dir. Du spürst, du fühlst, du hast ja diese gute Anbindung an deine Intuition. Und wenn dir deine Intuition jetzt sagt, ja, bleib mal hier dran, dieses Reading ist für dich, das hält wertvolle Impulse für dich bereit, dann vertrau da auch darauf. Ja, vertrau darauf. Wir kommen dann später noch überhaupt zu dem Punkt Vertrauen. Es ist nämlich ganz wichtig, das ist mir in dieser Legung hier in der Meditation immer wieder in den Sinn gekommen, dass du deiner inneren Stimme vertraust. Es könnte sich hier bei dir um eine Verbindung handeln, ja, die eventuell schon lange besteht und du hast vielleicht einige Zeit lang sehr, sehr viel Hoffnung in diese Verbindung gelegt, hast vielleicht auch schon gedacht, du bist bald am Ziel und dann musstest du doch einsehen, dass dieses letzte Quäntchen Arbeit an dir selbst, dieses letzte nur auf dich schauen und den anderen tatsächlich in seinen Aufgaben sein zu lassen, nötig ist oder nötig war, um dann diesen Transformationsprozess, um diesen Seelenpartnerprozess auf die nächste Stufe zu heben und vielleicht sogar, ich sage jetzt mal, nach Hause zu bringen. Ja, das kommt mir zu der Karte. Die Welt ist ja diese letzte Karte des Tarots, auch große Arcana-Karte. Ihr müsst mal schauen, hier fallen gleich vier große Arcana-Karte nebeneinander. Hier kommt dann gleich die fünfte, ja. Also die geistige Welt hält hier für die Wasserzeichen tatsächlich eine mega hochenergetische Botschaft bereit. Die Welt steht für diese Erfüllung, für das Ankommen, vielleicht eben bei diesem speziellen Menschen, der für dich dein Zuhause darstellt. Also eine wunderschöne Energie, ja. Und es passt auch die nächste Karte. Ich frage an der Position, was kommt eventuell von außen auf dich zu? Und da bringt diese Legung gleich die fünfte große Arcana-Karte in Folge, nämlich die Liebenden. Sie wird auch oft als Seelenpartner-Karte gedeutet, des Tarots. Ich sehe es speziell als Symbol für diesen Seelenpartnerprozess. Denn du siehst hier diese beiden Menschen, ja, die sich aber noch nicht an der Hand halten. Das heißt, um hier tatsächlich zu den zwei Kelchen zu kommen, also so sozusagen zur Vereinigung dieses Seelenpaares, ja, bedarf es ja noch dieses letzten Schrittes. Und um diesen letzten Schritt gehen zu können, ist eine Entscheidung nötig. Und nachdem jetzt diese Karte hier auf die Position gefallen ist, was eventuell von außen auf dich zukommt, ist es also rein theoretisch möglich, dass dein Gegenüber, dein Seelenpartner auf dich zukommt mit einer Entscheidung, die er oder sie getroffen hat. Würde auch zu den restlichen Karten passen. Ja, also das war das erste Szenario, was ich wahrgenommen habe zu dieser Karte. Und es passt auch zu der Wahrnehmung, dass es sich bei dir vielleicht um eine Geschichte handeln könnte, die schon lange geht, ja. Viele On-Offs, vielleicht mehrere Jahre, ja. Immer wieder Annäherung, Rückzug, dann doch aber diese große Sehnsucht zueinander, die ja diese Karte auch zum Ausdruck bringt. Ja, aber bislang wurde eben diese Entscheidung nicht getroffen. Bislang hast du vielleicht noch nicht tatsächlich deinen Heilungsprozess wirklich angegangen. Vielleicht ist das jetzt erst passiert. Ich sage das fast in jedem Video heute, weil das einfach so augenscheinlich ist, dass gerade dieser Blutmond Ende Juli bei vielen wirklich diese Transformation nochmal so derart angestoßen hat, weil eben nochmal diese tiefsitzenden alten Blockaden auch an die Oberfläche gekommen sind, die dann bearbeitet werden konnte. Ja,
Und unsere Seelenpartner, die kommen ja deswegen in unser Leben, ja, weil sie uns zeigen möchten, was wir in unserem Inneren, ja, noch zu bearbeiten haben. Und es sind manchmal Wunden, Verletzungen und Narben, wirklich, die wir nicht nur aus früheren Beziehungen oder unserer Kindheit mit uns tragen, sondern auch aus vergangenen Leben. Ja, da kam viel alter Schmerz hoch. Und jetzt auch nochmal, natürlich durch diesen sehr emotionalen Vollmond, den wir letzte Woche hatten, das war fast nochmal die Energie so intensiv wie die Blutmondenergie, vor allem für die Wasserzeichen, weil dieser Vollmond ja in den Fischen stattfand. Also eine sehr schöne Energie hier. Was auch sein könnte, das möchte ich einfach nur erwähnen, weil es mir auch einfach in den Sinn kam. Die Liebenden stehen auch immer eine Entscheidung für dein höchstes Wohl, zu deinem höchsten Wohl. Und es könnte auch sein, dass hier etwas von außen auf dich zukommt, dass etwas im Außen geschieht, wo es darum geht, dich für dich selbst zu entscheiden. Ja? Und da möchte ich jetzt gar nicht damit sagen, dass es dann bedeutet, dass du dich gegen jemand anderen entscheidest, sondern eine Entscheidung für deinen Herzensweg. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel für diejenigen unter euch, die sich eventuell noch in einer anderen Partnerschaft befinden, in der sie aber nicht glücklich sind oder nicht erfüllt. Ja, und es gibt aber diesen Seelengefährten und der kommt jetzt ins Leben, tritt ins Leben und dann kann es natürlich auch sein, dass es hier darum geht, wirklich deinem Herzen zu folgen, diese Entscheidung für diese tiefe Seelenliebe zu treffen. Also das kam ja auch noch in den Sinn bei dieser Karte. Ja, und sehr interessant jetzt, hier an der Position frage ich ja nach deinen Hoffnungen oder nach deinen Ängsten. Und da wollten zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck springen, und zwar einmal der Page der Münze und einmal der Schwertkönig. Ich sage euch wieder die erste Wahrnehmung. Mein erster Impuls war, dass es sich bei dem König der Schwerter um dein Gegenüber handeln könnte. Wenn du jetzt für eine Frau schaust, bitte stör dich nicht dran in den allgemeinen Readings. Schau einfach, wie es passt, ob Königin oder König der Schwerter, tut hier nichts zur Sache. Ja, dann änder es für dich einfach um. Mit dem Pagen der Münzen nehme ich ganz stark wahr, dass du deinem Gegenüber wünschst, er oder sie findet tatsächlich in ihre oder seine Selbstliebe, seine Selbstwertschätzung, um diese Entscheidung aus dem Herzen heraus zu treffen. Ich habe da einfach das Gefühl, dass es sich vielleicht bei deinem Seelengefährten um jemanden handeln könnte, der vielleicht noch in Lebensumständen steckt, ja, in dem er oder sie sich nicht wertgeschätzt fühlt und nicht geliebt fühlt und dass du ihm wünschst, du reichst ihm quasi hier diese Münze, ja, zu erkennen, dass er das Recht auf Liebe und Erfüllung hat. Ja, viele Menschen bleiben in Lebensumständen stecken, die ihnen eigentlich nicht gut tun, ja, die aber von Verantwortungsbewusstsein, von materieller, finanzieller Sicherheit, auch natürlich von der Meinung anderer getragen sind. Ja, viele fragen sich, kann ich wirklich meinem Herzen folgen? Gerade wenn es hier so um dieses intensive Gefühl für einen Seelenpartner geht, dann sind doch viele von den sogenannten Einlassern, wir hatten ja in den Seelenpartner-Readings schon erwähnt, dass sich die Rollen hier so ein bisschen zu tauschen beginnen, aber von den Menschen, die sich also schwer tun, sich auf dieses tiefe Gefühl einzulassen, so möchte ich es mal ausdrücken, befinden sich eben noch in diesen Situationen, ja, die sie eigentlich im Grunde verlassen müssten, um ihren Herzen zu folgen, aber sie sind noch nicht in dieser vollkommenen Selbstwertschätzung, diesen Schritt tatsächlich zu tun, weil eben vielleicht noch viel Verantwortung auf ihren Schultern lastet, weil sie sich vielleicht noch Gedanken machen, was sagen die anderen, weil vielleicht materielle und finanzielle Sicherheit gefährdet ist. Und hier habe ich so das Gefühl, du hoffst, dein Gegenüber würde
seinen Wert erkennen und würde diesen Schritt wagen, tatsächlich auszubrechen aus seiner Situation, um sich hier vollkommen diesem Seelenpartnerprozess zu öffnen und letztendlich dir diesen Kelch zu reichen bzw. den Kelch anzunehmen. Denn, das möchte ich immer wieder betonen, ja, eine erfüllte Beziehung, auch unter Seelenpartnern, ja, ist nur dann vorgesehen und möglich, wenn beide ihren Kelch gefüllt haben. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, du, also wenn das für dich bislang alles stimmig war, ja, bist du jetzt schon sehr weit in deiner Entwicklung. Du hast dich darum gekümmert, deinen Kelch zu füllen. Du hast deine Arbeit getan, ja. Du ruhst in dir. Du weißt, was du möchtest, was du nicht mehr möchtest. Aber du musst deinem Gegenüber zugestehen, dass er oder sie diese Arbeit auch leisten muss. Dafür ist ja auch diese Phase des Loslassens oder Seinlassens so wichtig. Den anderen in seinem Prozess sein zu lassen, die Aufgaben selbst bewältigen zu lassen. Du darfst dich hier um dich kümmern und da erhältst du jegliche Unterstützung, ja, von der geistigen Welt. Denn die geistige Welt möchte euch letztendlich zusammenführen. Immer wieder habe ich es erwähnt, schon seit Ende 2017, ja, kriege ich immer wieder diese Hinweise, auch in vielen persönlichen Readings, in vielen Meditationen, immer wieder die Hinweise, dass im Laufe dieses Venusjahres jetzt einfach die Seelenpaare unglaubliche Unterstützung erhalten, zusammenzufinden. Und ich denke, deswegen geht es jetzt auch in diesen Sternzeichen-Readings oftmals um dieses Thema. Das war noch vor einem halben Jahr nicht so, ja. Aber jetzt, wir sind wirklich durch dieses Löwenportal, durch diesen Blutmond, ja, sind wir in einer unglaublich transformatorischen Zeit für die Seelenpartnerschaften. Es treffen auch jetzt viele Menschen auf ihren wahren Seelengefährten, ja. Also sei nicht traurig, wenn es für dich jetzt so einen Menschen noch nicht in deinem Leben gibt, ja. Die Energie, die hier dieses Reading zeigt, ja, die ist auch darauf ausgerichtet, dass du vielleicht jemanden treffen könntest, der dir vom ersten Moment an vollkommen vertraut erscheint, ja, wo du das Gefühl hast, den kennst du schon ewig, ja. Also ich nehme das deutlich so wahr, ja, dass deswegen jetzt auch in den Sternzeichen-Readings immer wieder diese Seelenpaar-Energie einfach aufploppt. Ja, jetzt frage ich natürlich weiter, hier frage ich nochmal an der Position, wie entwickelt sich die Energie in Richtung Monatsmitte? Ich bringe das dann natürlich mit der Position in Verbindung. Und hier wollten drei Karten gleichzeitig aus dem Deck springen. Ich habe sie dann auch alle drei aufgelegt, weil ich sie sehr passend finde. Es fällt das Gericht, es ist nochmal eine große Arcana-Karte, die sechste mittlerweile in dieser Legung, ja. Und dann fällt der Page der Kelche und der Ritter der Stäbe. Und ich habe hier dieses Gefühl sofort gehabt, dass tatsächlich, ja, wenn es sich bei dir genau um den Fall handelt, dass jemand eine Entscheidung treffen muss, sein Herz für diese Verbindung zu öffnen, dass das tatsächlich passieren könnte. Denn das Gericht steht ja explizit für eine Entscheidung und auch für das Ende einer leidvollen Phase oder überhaupt dieses in Verbindung mit der Welt. Ihr müsst sehen, das Gericht, das ist hier der Auferstehungsengel, ja? Diese Phase vor der Auferstehung darf nun ein Ende finden. Die Auferstehung bedeutet die Erlösung von einem langen Weg, ja, die Erlösung vielleicht von diesem Prozess, den ihr schon lange durchlauft, ja, die Erlösung von leidvollen, schmerzlichen Phasen, um eben, ja, zu Hause anzukommen, um das zu vollenden, diesen Prozess mit der zugehörigen Transformation zu Ende zu bringen, um dann letztendlich zusammenzufinden, wie der Hierophant, die zwei Kelche und das Ass der Kelche hier so schön anzeigen. Und ich fand es eben so schön, dass dann hier noch der Page der Kelche und der Ritter der Stäbe dazu fällt. Also das nehme ich wirklich auch für die Energie deines Gegenübers wahr.
ja, dass hier jemand sich entscheidet, wirklich seinem Herzen zu folgen. Der Ritter der Stäbe, der geht los. Der geht los. Vielleicht war er lange Zeit unentschlossen, ja, und hat sich ja, nicht wirklich für diese Verbindung öffnen können, nicht alle Gefühle zulassen können, hat vielleicht seine Leidenschaft, seine Impulse unterdrückt, aber hier geht er los. Das ist einer, der folgt seiner Leidenschaft. Das ist auch eine sexuelle Energie, ja, die ich hier spüren kann, dass jemand wirklich vielleicht große körperliche Anziehungskraft, ja, zu dir verspürt, dass jemand einfach spürt, dass sein Platz nicht mehr da ist, wo er sich bislang vielleicht befunden hat, sondern dass jemand hier nach Hause kommen will. Und natürlich dann noch der Page der Kelche, ja, der steht natürlich auch für Nachrichten, die dich hier erreichen könnten, ja, für liebevolle Nachrichten, für etwas, mit diesen beiden Karten nehme ich eigentlich wahr, dass in deine Richtung etwas passiert, womit du nicht unbedingt gerechnet hast. Es könnte dich etwas überraschen. Vielleicht ist wirklich eine Entscheidung gefallen oder es bahnt sich eine Entscheidung an, mit der du aktuell vielleicht auch noch nicht gerechnet hast. So nehme ich das wahr. Und diese Entscheidung oder diese Nachricht oder was immer hier passiert, hast du intuitiv bereits in dir wahrgenommen. Denn, ich sage euch auch, wie ich darauf komme, die geistige Welt, ja, bringt hier, ich frage ja immer nach einem Rat der geistigen Welt hier oben noch zum Schluss, und die bringt hier den König der Stäbe und die sieben Münzen. Den König der Stäbe nehme ich wieder wahr als dein Gegenüber. Und zwar ist er jetzt sozusagen der König der Schwerter, der sich bereits seines Wertes bewusst geworden ist und eine Entscheidung für sich selbst getroffen hat. Ja? Also der König der Stäbe ist ja der König, der seinem Herzen folgt, der seiner Leidenschaft folgt, der Feuerenergie hat, der sagt, ich gehe jetzt den Weg meines Herzens. Und mit den sieben Münzen dazu hat mir diese Legung sofort, das habe ich mir auch aufgeschrieben in der Meditation, sofort den Impuls gesendet, deine Arbeit, deine Samen, die du gesetzt hast, indem du dich hier auf diesen spirituellen Pfad begeben hast, zahlt sich aus. Ja? Denn in den Dual- und Zwillingsseelenverbindungen bewirkt ja deine energetische Veränderung auch eine Veränderung bei deinem Gegenüber. Und wenn die geistige Welt diese beiden Karten hier oben bringt, ja, dann kann ich das eigentlich im Zusammenhang mit der gesamten Legung nur so deuten, dass du wirklich dich selber unglaublich transformiert hast in den vergangenen Wochen und Monaten. Du hast dir diesen Kelch nämlich zuallererst mal selbst gereicht, weil dir vollkommen bewusst geworden ist, und es hat dir deine Intuition auch immer wieder gesagt, dass nur dann, wenn du in dir heil bist, wenn du in dir ganz bist, wenn du einmal ganz auf dich selbst zurückgeworfen bist und du bist dann dein einziger Halt, ja, dass erst dann dein Kelch gefüllt ist und du damit bereit bist überhaupt für eine Beziehung, für eine Verbindung auf Augenhöhe. Und du siehst hier diesen Gärtner, ja, der seine Samen ausgesät hat, jetzt wachsen die Pflanzen und er betrachtet diese Pflanzen voller Dankbarkeit, voller Liebe, voller Güte, ja, er hat so einen ganz milden Blick, schaut er und er freut sich, ich nehme zu der Karte die richtige Freude wahr, er freut sich, dass sich alles gelohnt hat. Und dieses Gefühl nehme ich hier für diese gesamte Legung wahr.
Du wirst die Früchte deiner Arbeit ernten. All diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, die sich so sehr darum bemüht haben, an sich selbst zu arbeiten, zu sich selbst zu finden, ihre Heilung voranzubringen, ja, diejenigen werden belohnt. Ganz gleich in welcher Art und Weise die Liebe zu dir kommt, du wirst belohnt. Du wirst belohnt mit einer Verbindung auf Augenhöhe. Ich möchte die zwei Kelche direkt mal mit hier hinlegen. Du wirst belohnt mit einer Verbindung, mit einer Beziehung auf Augenhöhe. Mit einem Menschen an deiner Seite, der seinen Kelch ebenfalls gefüllt hat. Der eine klare Entscheidung für dich und für diese Seelenpartnerschaft, für diese tiefen Gefühle getroffen hat. Und das alles unter dem göttlichen Schutz. Also meine Lieben, ich bin wirklich geflasht von dieser Legung. Wenn ihr meine Videos kennt, ja, also es gibt selten so positive, hochenergetische Legungen, die so klar und deutlich zum Ausdruck bringen, wie sehr sich die Arbeit an sich selbst, an der eigenen Spiritualität, ja, an diesen, wie soll ich sagen, an diesem Transformationsprozess, zu sich selbst zu finden, in die eigene Selbstwertschätzung zu gelangen, sich gut um sich selbst zu kümmern, wie sehr sich das lohnen wird und auszahlen wird. Und ihr wisst, Zeit ist relativ, das muss sich alles nicht in 2 Wochen ereignen, ja. Die Zeit, die wir hier auf der Erde festlegen, diese lineare Zeit, ja, die kennt die geistige Welt nicht. Aber die Energie steht jetzt in diesem Herbst zur Verfügung, vor allem für die Seelenpartnerschaften. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir sehr gerne unter das Video, ob es für euch gepasst hat, ja, wie ihr das Ganze seht, ja, vielleicht auch, ob ihr selbst tatsächlich betroffen seid, ob diese Geschichte, die hier kreiert wird, auf den einen oder anderen tatsächlich zutreffen könnte, würde ich mich sehr freuen. Aktuell bitte bereits, die Warteliste ist wieder voll, ja, ich habe ein paar Plätze vergeben nach den letzten Videos, mich haben unglaublich viele Anfragen erreicht, bitte im Moment keine persönlichen Readings anfragen, ich kann euch leider momentan keine anbieten, auch keine Plätze auf der Warteliste, ich verspreche euch aber, ich werde auch im September wieder mehr Videos machen, es kommen also außer den Videos, die ich ja immer hochlade, kommen noch zusätzliche Videos zu unterschiedlichen Themen, die euch auf eurem Weg unterstützen können, ja auch natürlich wieder mit praktischen Hilfestellungen, denn diese Videos sind ja sehr gut angekommen von euch und ich bedanke mich natürlich da auch für jede Spende, die bei mir eingeht über PayPal, den Link findet ihr in der Infobox. Ihr unterstützt meine Arbeit damit einfach und ich finde das wundervoll, wie viele Menschen einfach dieses Prinzip des Ausgleichs, ja, des Geben und Nehmens da verstehen und mich da unterstützen. Das berührt mich zutiefst und da möchte ich mich einfach auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, genauso für eure liebevollen Worte und Kommentare, die mich ebenfalls wirklich mitten ins Herz treffen. Ich danke euch für alles, was ihr mir da gebt. Ja, meine Lieben, dann bin ich mal gespannt, wie sich dieser September für die Wasserzeichen entwickeln wird und ich wünsche euch eine wundervolle, liebevolle Zeit. Bis bald, eure Uli.